Servus Assassin's Creed Freunde, ich habe richtig gute Neuigkeiten, denn morgen kommt ein Patch raus, 1.2.1, der bringt einige Änderungen mit sich, unter anderem auch etwas im Horde-Modus. Hier seht ihr das Ganze jetzt eingeblendet am 30. Januar, also somit heute Nachmittag, geht der Patch 1.2.1 online, bringt einige Veränderungen mit sich. Ja, auf der Xbox One 2,6 GB, PS4 2,5 und am PC sogar 3 GB werden dort zu laden sein. Und ja, das Hauptding, warum dieser Patch kam, ist der Horde-Modus wird etwas angepasst. Das ist sehr cool, denn Ubisoft hat da ein bisschen die Wellen verändert und es geht gerade so um die Welle 16 und 17, da wo die meisten Leute nicht weiterkamen, weil sie einfach zu schwer sind. Ich habe da zwar ein paar Guides gebracht, aber ich denke, ja, ist auf jeden Fall immer noch relativ schwer. Für manche Leute, die natürlich das Hidden Ones DLC besitzen, kommen etwas weiter, aber die anderen, die natürlich kein Hidden Ones DLC besitzen, sind natürlich immer noch Stufe 40 und da sind die Wellen 16 und 17 schon richtig schwer und das Ganze wird jetzt hier ein bisschen leichter angepasst, dass man diese Wellen einfach übersteht und noch ein Stück weiter kommen kann. Ich bin echt gespannt, wie weit sie das jetzt hier nerven werden in der Arena mit der Welle 16 oder auch 17. Wird natürlich auch auf den drauffolgenden sein, ob dann nur noch Level 40 oder Level 42 Gegner spawnen werden. Man muss natürlich auch sagen, wenn man das Hidden Ones DLC besitzt, kommt man auf jeden Fall etwas weiter durch die 5 extra Level. Aber kann natürlich sein, dass man bis Level 30 kommt. Da bin ich mal wirklich gespannt, wie dann die Wellen auch aussehen. Dann wird natürlich auch wieder viel verbessert bei so einem Patch. Ihr seht, einige Fixes, Bugfixes wurden hier beschrieben. Im Hidden Ones DLC gab es anscheinend ein paar Bugs. Ich war davon aber nicht betroffen. Dann das Main Game gab es ebenfalls noch mal ein paar Quests, wo teilweise verbuggt waren. Gameplay wird teilweise ein bisschen angepasst. Auf jeden Fall hier schön einige Sachen, dass das Spiel noch mal besser läuft. Dann kommen morgen noch zwei Zusatzinhalte ins Spiel rein. Eins ist kostenlos, das andere kostet Geld. Hier das Waffenpaket kostet wahrscheinlich vermutlich wieder um die 10 Euro. Wir bekommen hier, so wie es aussieht, zwei Schwerter, ein Schild und eine Axt. Bin ich echt gespannt, was die für Werte haben. Die Optik sieht natürlich sehr cool aus, ist das For Honor Paket. Dazu gibt es natürlich dann die passende Rüstung von For Honor. Die ist aber kostenlos, also nahezu kostenlos. Man muss sie halt sich wahrscheinlich wieder freischalten für 40 Uplay Points, aber die kriegt man ja relativ schnell und hat immer welche übrig. Die Rüstung sieht auf jeden Fall cool aus. Bin ich natürlich gespannt, wie das Ganze ja von der Optik her passt. Waffen und Montur. Ja, ich werde auf jeden Fall morgen ein Video dazu machen, wie stark die Waffen sind, wie die Optik ganz genau aussieht. Das war's für soweit. Lasst einen Daumen da, dann weiß ich, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch hier viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.